Heute ist Dienstag, der 19.01.2016 und ich gehe jetzt mit Cookie in den Wald. Wetter sieht gut aus, kalt ist es. So unfassbar, dass du ihn überhaupt wiederfindest. Kleines Ding. Guck mal an. Komm, wir gehen zurück, Frostball. Versprochen, dann geht's um meinen Videorig. Ich habe ja gestern erwähnt, dass ich mir da mal so ein billiges gekauft habe. Ja, das wird unter verschiedenen Namen betrieben, das kommt immer mal wieder von einem anderen Anbieter, aber ist im Prinzip immer dasselbe. Für Anfänger und für Leute, die ab und zu mal filmen, sicherlich ganz in Ordnung, und zum Testen, ob so ein Rig überhaupt was für einen ist, vielleicht auch noch okay. Ja, wenn man mehr mit vorhat, taugt das aber nichts. So, was ich mir dann oder wir uns von Blivico dann zugelegt haben, ist ein Videorig von der Firma Edelkrone. Kommen ursprünglich aus Tschechien, haben ihren Sitz aber jetzt in den USA, und die hatten, leider muss man sagen hatten, das gibt es leider nicht mehr, das Rig, das kann man nicht mehr kaufen bei der Firma. Von daher macht das wenig Sinn, dass ich eigentlich darüber spreche, weil Affiliate Links kann ich nicht anlegen. Ja, was man aber noch bekommen könnte, ist vielleicht so ein Rig gebraucht, wobei ich sagen müsste, ich würde das Rig nie wieder hergeben, auch wenn ich mir irgendwann ein anderes noch hole. Das ist echt super. Naja, wie auch immer. Das Rig heißt Modular. Gibt es in verschiedenen Ausführungen. Modular 3, 5, 7 und 9 waren, glaube ich, zu haben. Und diese verschiedenen Ausführungen sagen eigentlich nur, wie viele Anbauteile drin sind und wie viel Zubehör dazu mitgeliefert wurde. Und das sieht in der Basisversion eigentlich so aus. Hat hier hinten, wie man sehen kann, eine kleine Schulterstütze, die man hier so auflegen kann. Hier vorne kommen Griffe ran. So, das kann man wirklich sehr gut anpassen an jede Kamera, die man hat. Man kann das Ganze noch hier auseinanderziehen, indem man hier ein paar Schrauben löst und so. Ich möchte es jetzt nicht dran drehen und verstellen, weil es im Grunde so aufgebaut ist für die 7D jetzt. Man hat bei dem Modular auch sehr viele Möglichkeiten, Dinge anzubauen und Dinge anzubringen. Überall kann man hier mit so Kurzschuhadaptern Geräte anbauen. Hier hinten kommt zum Beispiel mein Zoom H4n immer ran, da wir die Audiospur für Produktion immer extra aufnehmen und nicht mit der Kamera. Hier oben kommt das Mikrofon meistens rauf. Hier vorne an diesem Seitenarm kommt der Monitor ran. Das zeige ich gleich alles noch. Ja, hier vorne kommen Griffe ran. Da kommen wir dann auch gleich zu, und hier hinten ist die Schulterstütze. Das ist im Moment die kleine Schulterstütze, die dann hier praktisch so aufliegt. Beim Modular 9, jetzt packe ich das mal ganz kurz weg, ist außerdem dazu, diese große Schulterstütze, die mit Gegengewichte ausgestattet ist, die kann man auch abnehmen. Die kommt dann praktisch hier so rauf auf die Schulter, und dann packt man hier so. Und dann hat man hier die Gegengewichte. Wenn vorne die Kamera sehr schwer ist, man viele Anbauteile hat, ist es wirklich eine Erleichterung, die Kamera ruhig zu halten. Natürlich ist es nicht leichter auf der Schulter, im Gegenteil natürlich, aber die Kamera ruhig zu halten, ist es deutlich leichter. Was man außerdem mit dieser Schulterstütze machen kann, ist diese auseinanderklappen. Und dann kann man das praktisch, wenn man hier rumdreht, der dreht sich automatisch. Dann hat man das Gewicht praktisch auf beide Schultern verteilt. Auch sehr praktisch. Und wenn man die Gegengewichte hier abnimmt, kann man hier hinten auch Zubehör anbringen, wenn man das möchte. Also schon mal sehr gut. Und ja, dann zu den Griffen. Ich habe einmal die Möglichkeit, hier so einen
normalen Handgriff ranzubringen, wie man es von Videokameras kennt, dass man die Kamera so hat. Kommt dann hier unten ran oder je nachdem. Hier oben kann man es auch nach vorne. Es kommt darauf an, wie man sie zusammenbauen möchte. Dann hat man es hier so in einer Hand, hat man die linke Hand frei zum Fokussieren zum Beispiel. Und dann kommen wir auch gleich zu dem eigentlichen Griff, der dazu ist beim Modular 9. Es ist hier einmal so ein Handgriff für zwei Hände, wie man das kennt, mit einem Follow-Fokus-System. Ich kann das ja mal hier ansetzen, um das ein bisschen deutlicher klar zu machen. Das würde dann praktisch hier unten rankommen. Man müsste natürlich schauen, wie man das ausjustiert. Und dann hat man hier die zwei Griffe. Diesen einen Griff kann man hier auch abbauen, dass man nur einen Griff dran hat. Dann könnte man zum Beispiel so arbeiten. Außerdem habe ich hier bei meinem Bildschirm, den kann ich hier kurz mal zeigen. Das ist praktisch mein Bildschirm, der dann hier rauf kommt. So, ist jetzt alles nicht richtig eingestellt, aber hier kann ich den praktisch hochklappen. Dann habe ich hier den Bildschirm oder habe hier so einen Sucher. So, so viel zu dem Teil. Es geht aber eigentlich um das Rig. So. Ja, und das Gute ist halt, dass man bei diesem Griff dieses Follow-Fokus-System dabei hat. Man kann einmal hier, ich weiß gar nicht, wie man das sieht, kann einmal hier drehen. Dann sieht man ja vielleicht, dass hier das Zahnrad mitgeht, wo das dann am Objektiv anfasst, um den Fokus einzustellen. Oder man kann hier mit den Daumen justieren. Das Gute beim Follow-Fokus-System von Edelkrone ist, ja, dass die Anzeige, wo man sich Markierung machen kann, um zu wissen, von wo bis wo man fokussiert, wenn man bestimmte Szenen dreht zum Beispiel, zum Kameramann zeigt und nicht zur Seite. Bei den meisten, gerade bei den billigen, zeigt es nämlich zur Seite und dann müsste man extra einen hinstellen, der fokussiert. Dafür müsste man wieder den Bildschirm zu ihm drehen oder zwei Bildschirme anschließen und so weiter und so fort. So, das war dann praktisch alles zu unserem Modular 9 Rig von Edelkrone. Leider stellen sie es nicht mehr her, das ist wirklich schade. Ich hoffe, dass sie die Produktion von Modular eingestellt haben, weil sie demnächst ein neues Rig rausbringen. Ich weiß es aber nicht. Tag, heute ist... Nein, Quatsch, ich mach Spaß. Feierabend. Ich habe heute die GoPro nicht auf Arbeit aufgestellt. Ich hatte sie zwar mit, aber habe mir vorher schon gedacht, dass ich sie wohl nicht aufstellen werde. Und ich habe sie auch nicht aufgestellt. Erstens war viel zu wenig los. Es war wirklich langweilig. Ja, also es hat sich irgendwie nicht gelohnt. Und ich glaube, ich werd die GoPro in Zukunft auch nicht mehr auf Arbeit hinstellen. Das ist ja doch irgendwie immer dasselbe. Und das ist ja auf Dauer auch langweilig, glaube ich, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es vermissen werdet oder ob ihr damit leben könnt, wenn da nichts mehr kommt. Also von der Arbeit zu Zeitraffer-Videos. Und ja, und ansonsten war es das jetzt. Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Und dann setze ich mich gleich an das Video von heute. Ja, und nicht vergessen, wenn ihr Fragen habt zu meinem Equipment oder zur Fotografie oder zur Videografie oder was auch immer, schreibt sie unten in die Kommentare in den sozialen Netzwerken oder wo auch immer. Hashtag AskTeamer benutzen. Also wenn ihr das Hashtag AskTeamer benutzt bei Twitter, Instagram und so, sollte ich das eigentlich mitbekommen. Ansonsten, ja, ihr findet schon einen Weg. Kommentare auf YouTube ist eigentlich das Einfachste. Ja, und dann war es das für heute. Und dann sage ich jetzt nur noch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.